In der Sonne warme Strahlen malen, die Landschaft schön im Überfluss, verwöhnen so mit schönen Tönen das Auge mit solch Hochgenuss. Das ist krass, gell? Droben ein Gebüsch am Hang, auf halber Höhe sich erstreckt, und mittendrin drei Bäume, die Äste hoch emporgereckt. Herrbaum und Frau Gemahlinbaum. Und zwischen ihnen mittig stand Baum Junior, 5 Fuß hoch kaum. Purzel wurde er genannt. Und dann an diesem stillen Ort ergriff Baum Junior das Wort. Du Mama, Mama, Mama sag, was macht man heute den ganzen Tag? Die Mutter sprach, mein liebes Kind, wir stehen hier auf dieser Wiese und warten auf eine Böe Wind. Denn bei der ersten leichten Brise werden wir uns leicht verbiegen und das Geäst im Winde wiegen. Aha. Aber das haben wir unter uns gesagt, doch auch gestern schon gemacht. Ich persönlich würde ja lieber zum Weiher laufen, wo der Biber den Stamm vom Onkel Leonhard erst gestern Nacht zerbissen hat. Jetzt stell dich bitte nicht so dumm, Bäume laufen nicht herum. Der Kleine überlegt geschwinde und kratzte sich an seiner Rinde. Du Papa, fragte er dann munter, darf ich nicht zum Fluss hinunter und mit den Sträuchern schwimmen gehen? Weil wenn wir hier noch länger stehen, dann kann ich mit Gewissheit sagen, hier werde ich noch Wurzeln schlagen. Der Stammhalter wurde nervöser, als Papa sprach voll Sorgenfalten, anstatt des Stammes soll er besser durch seine dumme Klappe halten. Beleidigt wog er sich im Winde und kratzte wieder an der Rinde. Sprach Bäumchen Junior. Soll das so ewig weitergehen? Er blickt zur Frau Mama empor und gab ihr zu verstehen. Können wir nicht was anderes machen? Vielleicht spektakuläre Sachen? Ich möchte mal durch die Wiese tollen und mich ins Tal hinunterrollen. Und anstatt hier rum zu vegetieren, eine Rolle vorwärts mal probieren. Der Vater zögerte nicht lange, die Rolle vorwärts war zu viel. Er schlug ihm kräftig auf die Wange, dann war Purzel plötzlich still. Und nach diesem Schlag von Papa Baum, das ist nur wenigen bekannt, wurde noch am gleichen Tag eine tolle Turnübung benannt. Denn man hört heute noch eine Person, die eine Rolle vorwärts macht, oft sagen, sie hätte gerade laut Lexikon den echten Purzelbaum geschlagen.